Hallo Freunde! Servus! Wir haben ein kleines Anliegen. Wir müssen mal, ich hoffe, es ist nicht zu laut hier. Wir sitzen in unserem Lost Place Auto. Wir haben ein Lost Place Auto, da kann man hinten drinnen pennen. Da liegt so ein Klappfahrrad drin. Jo, wir haben ein kleines Anliegen, und zwar aus gegebenen Anlass müssen wir jetzt mal was loswerden. Ich weiß, das werden jetzt eigentlich viele jetzt nicht toll finden, was wir sagen, aber es geht um den YouTuber It's Marvin. Wir wollten uns auch mal dazu äußern. Ich muss dazu sagen, ich kenne jetzt Marvin schon lange, nicht persönlich, aber die Videos kenne ich lange, den Kanal kenne ich auch schon lange. Und habe auch ihn schon geguckt, da hat er 30.000 Abonnenten gehabt, jetzt ist er bei 236.000 oder irgendwas, der schießt mich tot oder sowas. Was wir da gesehen haben in den Videos, die gerade im Internet kursieren, ist wirklich schlimm. Egal, ob es nur ein altes Video war oder ein neues Video ist oder ob das jetzt vor 5 Jahren war oder vor einem Monat. Er hat es gemacht. Ich bin der Meinung, wenn man sowas macht, ein Lost Place zerstört oder sich benimmt wie eine Sau dort, gell? Wenn man sowas macht, macht man es immer wieder, wenn die Stimmung stimmt, wenn ein Mensch sowas macht. Wie gesagt, mit den Videos, die gerade im Internet kursieren, das geht gar nicht. Ob das ein erster Lost Place war oder sein 5. Lost Place oder ein jetziger Lost Place, ist doch egal. Es gehört sich einfach nicht. Wer sich mit dem Hobby auseinandersetzt, weiß doch, wie man sich auf Lost Place benimmt. Genau. Das geht einfach nicht. Das ist einfach ein No-Go. Und egal, ob das alt ist oder nicht, das ist ein No-Go. Ich will das einfach nur mal klargestellt haben, dass wir auch, wenn wir auf Lost Place fahren sollten und auch solche Urbexer treffen sollten, nichts gegen dich, Marvin, aber wenn wir andere Urbexer treffen sollten, Kiddies oder sonst irgendwas, die sich da so benehmen, gibt es definitiv Ärger. Also Fakt, also gibt es Zunder, aber richtig. Und da werden wir richtig auf die Kacke hauen und werden da auch unsere Meinung sagen. Gegebenenfalls werden wir so weit gehen, dass wir die Leute dann versuchen, von den Lost Place wegzukriegen, um es, dass sie das nicht weiter kaputt machen. Also bis dann, wir sehen uns später im nächsten Video. Ciao!